Die SPÖ fordert heute, das Recht auf gesicherte Pensionen in der Verfassung zu verankern. In Österreich kommen immer weniger Kinder zur Welt. Im vergangenen Jahr gab es einen Rückgang von 6,5%. Nach dem Regen erwarten uns morgen wieder vermehrt Sonnenstunden. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu ORF 3 aktuell am Abend. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, soll auch ein Anrecht auf eine gesicherte Pension haben. Das fordert heute die SPÖ und sie fordert, dass das Recht in der Verfassung verankert wird. Darüber hinaus war man heute bei einer Pressekonferenz um demonstrative Einigkeit bemüht. Das Interesse heute ist groß, hat auch Josef Muchitsch in der Vorwoche Andreas Babler für seinen Linkskurs kritisiert. Heute sind beide um Beruhigung bemüht. Ich bedauere, wie sie angekommen ist. Ja. Also ich glaube, es ist ein bisschen höher gekocht worden, als es tatsächlich war. In vielen Fragen, ich vertrete der Meinung, bin auch deswegen auch Vorsitzender der Sozialdemokratie, auch dadurch geworden, dass es ein wichtiger Weg ist, klare Kante zu zeigen. Das Thema ist für mich auch erledigt. Es soll also das Bild der Geschlossenheit vermittelt werden. Kein Problem beim inhaltlichen Thema der Pressekonferenz, dem Pensionssystem. Wir wollen nicht, dass jemand in der Politik hier anfängt, daran zu rütteln, an dem Rechtsanspruch, dass man staatlich gesichert Pensionen haben kann. Es ist ein Gesamtideenpapier der Bausozialpartner. Und ich würde mir wünschen, dass Sie über die anderen Ideen auch so umfangreich berichten wie über die Eigenheimförderung. Entsprechende Anträge dazu bringt die SPÖ im Parlament ein. Aber generell stellt sich die Frage, wer soll künftig die Pensionen überhaupt zahlen? Denn die heimischen Geburten befinden sich weiterhin im drastischen Sinkflug. Im Vorjahr wurden nach den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria knapp 77.230 Geburten registriert. Und das sind 6,5% weniger als noch im Jahr 2022 und sogar mehr als 10% weniger als der Durchschnitt der Vorpandemiejahre. Gegenüber steht die Zahl der Sterbefälle mit knapp 88.750. Demnach wurden also weniger Menschen geboren, als gestorben sind. Und damit weist Österreich zum vierten Mal in Folge ein Geburtendefizit auf. Ein Defizit, das uns als Gesellschaft vor demografische, soziale und wirtschaftliche Herausforderungen stellen wird. Und der heimische Handel im vergangenen Jahr hat ein Minus beim Umsatz gemacht. Die Bilanz zeigt einen Rückgang um 3,4%. Zusätzlich gab es rund 1000 Betriebe, die schließen mussten. Nun hofft man auf eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten. Für viele Handelsbetriebe tickt die Uhr. Steigende Kosten und sinkende Umsätze bedeuten oft das Wirtschaftliche aus. Auch die hohen Kollektivvertragsabschlüsse würden nur zum Teil in den Konsum zurückfließen. Die Luft bei den Betrieben, Krisen auszuhalten, finanziell durchzutauchen, die ist massiv angespannt und sukzessive am Ende. Erholt sich die Konjunktur, sollten sich auch die Handelsbetriebe heuer erholen. Mehr Fairness wünscht sich die Branche im internationalen Wettbewerb, etwa mit asiatischen Online-Händlern. Stichwort Kontrolle. Sind die Pakete richtig deklariert? Wird die Einfuhrumsatzsteuer auch abgeführt? Werden diese Produktsicherheitskontrollen auch vorgenommen? Nur so könnten heimische Händler gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland bestehen. Um dem aktuell großen Stillstand in der Baubranche entgegenzuwirken, möchten Wirtschaftskammer und Gewerkschaft jenen in Österreich unter die Arme greifen, die ihr erstes Haus bauen. 100.000 Euro, so der bekannte Vorschlag, soll es dafür an Förderung geben. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFU sieht darin aber eine Förderung nach dem Gießkannenprinzip. Teuer, aber sozial wenig treffsicher soll das sein. Die Hürden für den Hausbau werden immer höher. Die Preise steigen und steigen und Kredite werden nicht mehr so leicht vergeben. Die Sozialpartner wollen das erste Eigenheim deshalb mit bis zu 100.000 Euro fördern. Das sei überschießend, sagt das WIFU. Es ist einerseits verteilungspolitisch zweifelhaft, weil natürlich Eigentum eine Geschichte ab der oberen Einkommenshälfte ist in Österreich. Und auf der anderen Seite ist auch gar nicht gesichert, dass durch diesen Impuls dann wirklich mehr Arbeit bei den Baufirmen ankommt. Steuergeldschonender wäre ein Ausbau der Wohnbauförderung. Das dafür nötige Geld könne der Staat viel billiger am Kapitalmarkt aufnehmen. Das kann dann durchgereicht werden über die Länder, über die Wohnbauförderung an die privaten Haushalte, wodurch sie günstiger finanzieren können. Das heißt, das Haus wird wieder leistbar. Außerdem sei die Wohnbauförderung in Österreich bereits erprobt.
Und wir kommen jetzt ins Ausland. Im Nahen Osten wird weiter um eine Waffenruhe in Gaza gerungen. Israel hat damit gedroht, Rafah im Süden des Gazastreifens anzugreifen, sollte die Hamas nicht bis Anfang März alle Geiseln freilassen. Dort befinden sich aber rund 1,5 Millionen palästinensische Flüchtlinge. Es herrschen unvorstellbare Zustände im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis. Es gibt weder Strom noch Fließwasser, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Bei einer Rettungsaktion sind wieder einige Patienten aus dem umkämpften Spital geholt worden. Mehr als 100 Kranke und Verletzte und ein kleines Ärzteteam sind noch dort. Alle anderen sind weiter in den Süden geflüchtet, nach Rafah. Dort drängen sich nun 1,5 Millionen Flüchtlinge. Ein israelischer Angriff hier wäre nicht zu verantworten, sagen auch die USA und wollen eine Waffenruhe unterstützen. Die israelische Regierung will davon nichts wissen und gießt noch weiter Öl ins Feuer. Der Zugang zur Al-Aqsa-Moschee am Tempelberg in Jerusalem soll im bevorstehenden Fastenmonat Ramadan eingeschränkt werden. Der rechtsextreme Koalitionspartner und Sicherheitsminister Ben-Gvir setzt sich damit durch und sichert so Regierungschef Netanyahu das politische Überleben. Mit dem Risiko, dass es auch in Israel selbst zu Unruhen kommen könnte. Und der UNO-Sicherheitsrat in New York hat heute über eine Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen abgestimmt. 13 von 15 Mitgliedstaaten stimmten dafür. Großbritannien hat sich enthalten und die USA, wie bereits im Vorfeld bekannt, ein Veto eingelegt. Die Botschafterin der USA erklärte die Ablehnung damit, dass die Resolution zu einer Ausweitung der Kämpfe geführt hätte und die Hamas gezwungen werden müsse, sich auf einen Deal mit Israel einzulassen. Man wolle nun aber eine eigene Resolution einbringen. Weiter nach London. Seit Jahren versucht der australische Journalist Julian Assange, einer Auslieferung in die USA zu entkommen. Weil er zahlreiche streng geheime Dokumente auf seiner Plattform WikiLeaks veröffentlicht hat, drohen ihm in den USA bis zu 175 Jahren Haft. Ein Gericht in London entscheidet ab heute, wie es mit ihm weitergehen soll. Für die USA ist er ein Spion, der hinter Gitter gehört. Für die Demonstranten vor dem Höchstgericht in London ist Julian Assange ein Journalist, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Sie sehen die Medienfreiheit gefährdet und fordern die Freilassung des Australiers. Doch frei ist ihr Freiheitskämpfer schon lange nicht mehr. Lang kämpft er gegen seine Auslieferung, bekam erst jahrelang Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London, bevor britische Behörden ihn schließlich festnehmen. Am heutigen Prozess könne er aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen, heißt es von seinem Team. Ihm gehe es schlecht, so seine Frau. Sie befürchtet, dass er stirbt, wenn er ausgeliefert wird. Wann genau die Entscheidung über den Berufungsantrag fällt, steht nicht fest. Entscheidet das Gericht aber gegen Assange, befürchten seine Anhänger innerhalb weniger Tage die Abschiebung. Seine Anwälte wollen das dann mit dem Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhindern. Lange hat sich Ungarn dagegen gestemmt, jetzt dürfte die Zustimmung bald erfolgen. Wie heute bekannt wurde, hat die ungarische Regierungspartei ihren Boykott gegen den Beitritt Schwedens zum Militärbündnis NATO aufgegeben. Kommenden Montag, am 26. Februar, möchte Viktor Orbáns Fidesz-Partei den Beitritt als letztes NATO-Mitgliedsland ratifizieren. Schwedens Regierungschef wird deswegen vorab am kommenden Freitag für persönliche Gespräche mit Viktor Orbán nach Ungarn reisen. Zurück nach Österreich jetzt. Wie in vielen anderen Branchen fehlt auch in den Kindergärten das Personal. Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP will deshalb mehr Quereinsteiger und Einsteigerinnen für die Arbeit mit Kindern gewinnen. Ohne rasche Maßnahmen werden bis 2030 fast 14.000 Fachkräfte fehlen. In Kindergärten sollen deshalb 4,5 Milliarden Euro investiert werden. Wir haben ja mittlerweile 9 verschiedene Ausbildungswege in der Elementarpädagogik, um die Menschen in ihrem jeweiligen Lebensalter auf Basis ihres jeweiligen beruflichen oder schulischen Hintergrundes bestmöglich abzuholen. Um bei vorhandener Matura ist ein einjähriges Kolleg. Nach Niederösterreich jetzt, im Asylquartier in Dreiskirchen, ist es zu einer Messerattacke gekommen. Ein 22-jähriger Marokkaner soll mit einem Messer auf einen 24-jährigen Libyer losgegangen sein. Der wurde lebensgefährlich verletzt. Über das Motiv ist bisher noch nichts bekannt.
Gegen 19:30 Uhr abends kommt es gestern in der Erstaufnahmestelle in Dreiskirchen zum Streit zwischen einem 22-jährigen Marokkaner und einem 24-jährigen libyschen Staatsbürger. Die Auseinandersetzung eskaliert. Der 24-Jährige wird durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort, konnte aber nach kurzer Zeit von Bediensteten der Polizeiinspektion Dreiskirchen im Bereich des Bahnhofes vorläufig festgenommen werden. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchten Mordes. Zu den Hintergründen und Motiven der Tat kann man zurzeit noch nicht sagen. Hier sind noch die Ermittlungen durch die Spezialisten des Landeskriminalamtes notwendig. Es sind noch Einvernahmen geplant, auch die Auswertung der Spuren, die am Tatort gesichert wurden, ist im Laufe des heutigen Tages noch geplant. Erkenntnisse gibt es vorerst noch nicht. Der 24-jährige Verletzte wurde vom Notarzt versorgt und ins Spital gebracht. Er konnte noch gar nicht befragt werden. Gestern ist in Wien in einem Hernalser Waldstück der verbrannte Leichnam einer Frau entdeckt worden. Nun dürfte die Identität geklärt sein. Laut Angaben der Polizei handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine 63-jährige Frau aus Wien, die seit mehreren Tagen als abgängig gemeldet war. Die Polizei hat beim Fund der Leiche einen Koffer sichergestellt. Darin waren Weinflaschen und ein Schlüssel. Ein Obduktionsergebnis mit genauer Todesursache liegt noch nicht vor. Zeugen gibt es aber auch keine. Die Polizei geht davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Und wir haben jetzt noch die Aussichten auf das Wetter für Sie. Heute Nacht ziehen Wolkenfelder durch und im Norden und Osten bringen diese vereinzelt auch etwas Regen oder Schneefall. Morgen Vormittag ziehen Wolken sowie letzte Schauer ab und es wird sonnig. Zeitweise sonnig ist es auch im Westen. Die meisten Sonnenstunden kommen morgen im Süden zusammen. Dazu bleibt es mild mit verbreitet wieder zweistelligen Höchstwerten. Und um 19.45 Uhr sehen Sie heute wie gewohnt Kultur heute mit den wichtigsten Themen. Das sagt Ihnen jetzt meine Kollegin Anni Gülgenmeier. Wir berichten heute über Josef Haders zweiten Spielfilm Andrea lässt sich scheiden. Er wurde gestern auf der Berlinale gezeigt. Wir haben auch viele andere Berlinale-Highlights für Sie und wir werfen auch einen Blick hinter die Kulissen des Falco-Musicals. Das und vieles mehr ab 19.45 Uhr. Bleiben Sie dran. Danke, Anni. Und bei uns im Anschluss gibt es jetzt wie gewohnt Nachrichten in einfacher Sprache sowie Neues aus den Bundesländern in Österreich heute das Magazin. Aktuelle Nachrichten gibt es hier dann morgen wieder ab 9.30 Uhr bei meinem Kollegen Rainer Reitzheimer. Ich darf mich für heute bei Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.